ist die Ratte. Okay, hi Ratte. Die Ratte fragt, ob sie sich nicht lieber anderswo aufhalten sollte. Ich kenne jemanden, der gerne Ratten tötet. It's just, well, the food here is so good. All this death and rot. It's good pickings here for a rat. Macht Sinn. Der Ratte sagen, dass das ganz normal ist. Der Ratte sagen, dass es einfach Abschuss ist. Das ist ganz normal. And I have to live with it. But I think you should focus your attention on the rather large void woken just over there. Okay, ich habe den Boss gefunden. Einen weiteren. Now, if you'll excuse me, I'm going to cower here until it's gone. Gut, ich fange schon mal an zu regnen. Okay, gerade vor uns soll irgendwo einer sein. Siehst du ihn schon? Nein, aber ich... Doch, ich sehe ihn. What the fucking shit? Wo ist der Wald? What the fucking shit? Alter Schwede. Leeren erwachter Tiefenbewohner. Wollen wir uns kurz sidetracken lassen und den unboxen? Flutregen. Just in case. Wahrscheinlich nicht ganz so weit mit meinem Schießen. Werden wahrscheinlich noch mehr auftauchen. Ich mach erstmal 5. Okay, während das Luft, gegen Luft und Erde ist es schwach. Was ein paar oder Sporen. Yep. Aber physisch kann man auch gut unboxen. Und er setzt selber Feuer ein, by the way. Gehen wir mal kurz nach vorne, ne? Ich versuche mal direkt auf eine halbwegs in Position zu kommen mit Oderstoß. Kann ja nicht schaden, wie wir gelernt haben. Try to stay behind the blood. Ja, ja. Fane sagt nein. Okay, Fane ist reingerannt. Komm dann auch das mal mit. Ja, ja, okay. So, wir sind noch Scharfschütze. Okay. Ist der schon im Kampf? Der ist mit im Kampf. Alles haben wir hier. Wir haben Säbelrassler. Aeromant. Interesting. Und wir sind noch Scharfschütze. Gut. Ich kann mit dem immer noch nicht umwerfen. Also, erstmal kommen die Wasserpfeile hier raus. Schön und gut. Ich weiß, was ich habe, aber das ist blockiert gerade. Danach Stierding. Ich kann auch, bevor du drin bist, rauslaufen. Das ist schon mal was. Das ist aus dem Blut. Wäre sinnvoll, wenn du halt es schaffen würdest, dich irgendwo hier zu positionieren. Ich weiß nicht, wie viele von den Gegnern Nahkämpfer sind. Wenn die natürlich jetzt alles Fernkämpfer sind. Einer ist Nahkämpfer. Hm, da hinten sind noch mehr. Ja. Zwei sind Nahkämpfer. Der Rest sind Fernkämpfer. Ja. Das hat nur 81. Das kann ich wahrscheinlich auch ziemlich leicht außer Gefecht setzen. Das zu holen wäre auch ganz geil. Egal. Stierangriff. Sollte einen Schaden machen. Ja, genau. Boing Flutsch. Und dann ist der erstmal ein Huhn. Dann kann er erstmal nicht mehr angreifen. Hey ho. Ich finde auch toll, dass Mampfkuchen bei dem Vieh nicht sagt, töte es. Da steht töte es. Nee, das war noch das Bärenjunge. 2.0. So, den kriege ich nicht ganz weg. Aber ich muss ja hier raus erstmal. Du musst aus dem Blut raus, ja. Okay, das heißt, wir klettern erstmal die Leiter hoch. Immer eine gute Option. Und danach Bogenschützen besiegst du am besten, indem du dein Schild auf sie wirfst. So, das actually ganz gut funktioniert. Und dann verstärke ich nochmal ganz kurz hier Oderstoß, weil er jetzt schon auf die Fresse bekommen hat. Das muss ja nicht sein. Okay, Frostrüstung, ja, Standard für die Magiker. Magika da hinten. Was macht der Tiefenbewohner? Komm, komm ins Blut. Verräter? Was? 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 Da kennt Fane? Wobei Fane meinte, es ist erst ein riesiges Wesen und so weiter. Das kann durchaus sein. Ja, schade. Und geht wieder rein. Und stellt sich wieder rein. Das ist... Solche Gegner mag man. Die sich einfach wieder in unsere Falle reinstellen. Dankeschön. Oh, ich dachte schon, ich müsste irgendwas Sinnvolles mit dir machen oder so. Wir nehmen diesen Typen, wir stellen dann ihn da ins Spiel. Nice. Also das hat 30 Damage gemacht, das ist doch schon mal gut. So, und dann... Der hat auch nur 100 Mana, okay. Also 100 Magieresistenz. Machen wir da noch eine elektrische Entladung rein. Yep, dann sollten wir erstmal geschockt sein. Und Flutsch. Aber es ist auf jeden Fall witzig, weil jetzt... Hallihallo! Hallo, renn doch raus, goddammit, ja. Ich kann noch ein Stück rangehen,
Da treffe ich ihn gleichzeitig nochmal davon. Warte, kann er? Was willst du gucken? Kann vergiftet werden. Ja. Ja, kann er. Gut, das kann, heißt, ich kann jetzt hier auch wirklich noch ein Stück rangehen. Ich brauche ja plus 2 für meine. Ah, da stehst du selber drin. Pass auf, das ist genau zu deinen Füßen jetzt. Okay, gut, dann. Ich will nur sagen, es ist. Okay, gut. Wolltest du ja nur gesagt haben. So. Kondaminierung. Sehr schön, er ist auch nicht vergiftet. Ja, magische Rüstung. Ja, klar. Sorry. Der steht leider nicht drin. Ah, Silberas hat sich reingestopft. Schade, schade. Und Zündung. Ist cool, wie du oben das Huhn die ganze Zeit noch mit anzündest und kontaminierst. Das ist bloß ein normaler Feuereffekt. Ja, weil du Gift drunter hattest, glaube ich. Ich glaube halt wirklich, dass das nicht das Blut war, was gebrannt hat, sondern dass es einfach der Boden war, den du drunter hattest. Es war halt literally ein Boden gefüllt und mit Leichen. Blut und Leichen und Toten und wir haben einen Toten dort reingeworfen. Deswegen der vielleicht nochmal verwesen ist. Das kann sein, ja. Das kann auch zuerst damit sein, ja. Das heißt, ich nuke den einfach weiter weg. Du nukst den einfach weiter weg, ja. Der sollte nach dem nächsten Angriff anfangen mit brennen. Erstmal nuke den Schaden. Auch okay, I guess. Wie häufig kannst du angreifen? Ich war zwei Männer hintereinander. Ah, okay, das ergibt Sinn. Au. Sorry, den wollte ich eigentlich noch rausnuken vorher. Nicht geklappt. Ich kann einfach zweimal abschießen, das ist, kann immer noch angreifen. Okay, gut, dann versuche ich den oben jetzt erstmal Hi zu sagen. Ist er auch häufiger hier? Ich habe da einen Tentakelschlag für ihn. Ich kann zumindest mir schlagen und dann gebe ich mir nochmal einen extra Angriff. Und mein Hühnchen ist noch mit da. Wo kann ich denn hinschießen? Ich komme da nicht unten ran, weil irgendwas im Weg ist, ne? Ich kann schießen. Ja, warte. Ja. Hast du noch einen magischen Schuss? Habe ich. Explosion ist magisch, Feuerpfeil ist magisch, was hättest du denn gerne? Er hat noch Rüstung, Damage. Ich würde aber lieber seine Rüstung wegmachen, weil ich ihn dann auch so im Nachhinein noch so voll... Wobei, warte, komme ich bis zu dem hier rüber? Nee, da nicht, das steht auch nicht in meinem Ziel. Den kann ich ziemlich sicher nicht treffen. Du kannst auch einfach den vor die abschießen. Ja, dann ist der einfach erstmal weg. Mhm. Ja, ist wahrscheinlich sinnvoller. Dann kümmerst du dich um den da unten und ich mach die ganzen anderen. Mhm. Und sicherlich unnötig weiter aufsplitten, wenn sie braucht. Blut ist flüssig und erhält Eisen. Natürlich war das Blut unter Strom. Hm. Ja, of course. Das habe ich ja gar nicht bezweifelt. Es geht darum, dass wir kein Nekrofeuer haben. Ja, das ist beschissen. Das war die Frage, ja. So, Infizierung. Das ist auch physischer. Ich habe so viel physischen Schaden. Übrigens, nicht vergessen, der Typ hat gemeint, Fane, du hast uns verraten. Ich glaube, Fane ist nicht das, was... Also er meint, er ist ein uraltes Wesen, aber ich glaube, er ist... Da steckt mehr unter ihm, außer, dass er nur ein Skelett ist. Macht das Sinn, die ganzen leeren Typen waren gerade auch immer so was Besonderes. Ja, du nukst ihn einfach aus dem Leben. So. Sehr gut. Jetzt die Frage, soll ich hier Blutregen noch draufsetzen? So. Mach mal. Lass Blut regnen. Vielleicht wird Sarich verflucht. Just try it. Oder er hört einfach auf zu bluten. Oder auf zu feuern. Schade. Gut, ich weiß auch nicht, was du als Vorbereitung gemacht hast. Das müssen wir einfach mal gucken. Egal, er kommt runtergelaufen, das heißt, ich kann nachher zusammenschlagen. Apropos zusammenschlagen. Aber er ist immer noch brennend. Ja, selbst genau. Mit dem Blut ist er noch brennend. Aber das Gute ist, mit dem Blut habe ich dann wieder das, den nächsten Offset für mein Giftfeuerexplosion. Sich noch ein bisschen bewegen, jetzt kostet AP, schade. Na gut, dann zumindest die zwei. Ah, der ist nicht getauntet, schade. Okay, er kann sich heilen. Er hat Blutsauger. Das hat er gerade eingesetzt, damit. Egal, kann ich nicht so häufig machen. So, der kommt. Das ist gut. Da sehe ich gerne, wer Fade dank ist. What the fuck? Rennt er jedes Mal wieder dort runter? Macht Sinn, der versteckt sich vor meinem Bogenschützen, aber trotzdem, the fuck! Der macht genau dasselbe, oder was? Das wäre witzig. Okay, nee, warte, er macht verkrüppelter Schlag auf Fane, verkrüppelt, damit und bleibt da stehen. Okay. So, natürlich brennt man weiter mit Blut. Oder habt ihr noch nie einen Menschen brennen gesehen? Also, ich tatsächlich persönlich nicht ganz so häufig. Glaube ich. Andreas, glaube ich, häufiger als ich. Daher. Was? Das ist doch Blut, das sollte zu.
Du musst jemanden treffen, damit das zappt. Okay, ich dachte. Das war schon immer so bisher. Ich dachte, wenn ich auf den Boden sitze. Nee. Weil sonst hat es nämlich nicht gezappt, deswegen. Das zappt nur, wenn du den Typen triffst. Machen. Gut, dann verdampft das Feuer wieder. Das ist eigentlich okay. Ich will eigentlich den Dampf upset haben, ja. Okay. Dann zu nahe. Okay, es verdampft nicht. Gut, dann nicht. Okay. Dann nicht. Dann gebe ich einfach eine Beschleunigung. Am besten wäre eigentlich Oderstoß, der macht mehr Damage, wenn nicht. Dann halt Fane. Oder von mir aus auch deine. Und dann nuken wir das große Ding erstmal raus, das kann ich mit 50 heilen, du musst irgendwie 50 Damage reindrücken. Das wäre auch eine Option. Beschleunigt sich selbst. So schön für Arthur. Okay, der ist gereizt. Was soll jetzt gereizt? Gereizt, dass er Nahkampf rennen möchte! Er boxt dich jetzt gleich! Okay, gereizt ist schon wieder weg, keine Ahnung. Er wollte einfach mal nach vorne spacken, wie es aussieht. An den komme ich nicht ran, an den. Warte mal, ich gehe erstmal einen Schritt nach vorne. Ich will auch damit runterlaufen. Ja, ich geh mal nach vorne, ich habe eine erhöhte Position hier. So. Bleibt der Higher Groundo tatsächlich. Da komme ich nicht ran, Das wird auch nix. Das überhaupt nicht treffen? Ich kann nur ihn treffen. Mach halt, I guess. Ja, das ist. What did you just say? Und ich genügend AP. Ja, ich hab wieder eins. Gut, dann ist dein Mückenschwarm wieder eine Option. Das ist auch okay. Warte, ich hab doch hier auch noch Geistesfrieden. Mhm. Wenn wir dabei sind. Hier! Klarer Geist! So verkrüppelt, aber dein Geist ist ungebrochen. Exakt, das ist wichtig. So, genau, so ein Mückenschwarm, da kann ich auch noch mittreffen. Schade, dass ich noch ein zweites Mal drauf bin. Infiziert! Infiziert! Was macht Warhammer jetzt hier? Und wo kommen die ganzen Skaven her? Ja, mach das! Das ist voll die gute Idee, mach das! Mal soll ich zuerst einen Regen machen? Okay. Nee, hau einfach rein, weil dann haben wir eine Explosion. Haben wir nicht. Dammit, weil Blut kein Gift leitet. Ach, scheiße. Ich würde einfach mal einen Regen offsetten, I guess. Ja, mach mal. Wobei, dann brennt er nicht mehr. Oder? Ja, ist nur noch warm. Okay, aber dafür stehen alle anderen im Donnermöglichkeiten mit drin. Das ist okay, kannst du machen, macht dir selber Schaden, von mir aus verfehlt. Jawoll, Neo-Move! So, jetzt hat er unten keine Rüstung mehr, ne? Ja, das ist doch, was ich wollte, meine Freunde. So und nicht anders, da fallt er alle um. Fuck, es geht nicht darunter. Ja, damn macht it. Irgendwie Sinn. Ja, macht tatsächlich Sinn. Schade, schade, Schokolade. Da treffe ich auch nicht. Mhm. Gut, dann, wenn du einmal hier oben stehst, kann ich eigentlich auch ein bisschen mitboxen, ne? Mhm. Ja, okay, es wird eigentlich beide treffen, wenn ich hier werfe. Ah, guck mal, ich kann auch nicht treffen. Mhm. Blockiert durch magische Rüstung. Okay. Gut, dass es nicht andersrum gemacht hat. Ja. Das wäre böse gewesen. Und der. Kommt dran, scheiße. Macht aber nichts. Fuck! Haben wir niedergeschlagen. Ah! Ah. Da haben mir die Eier geschlagen. Das tut weh. So. Dann schockfrost ich einfach mal den Typen hier unten. Den da. Ja, was? Der ist warm, das schaffst du nicht. Mit Wasser? Schon. Kannst du probieren, aber ich glaube, das wird schwierig mit warm. Dann töte ich ihn. Das ist okay. Vergiftet, ja. Wieso machst du so rum jetzt mehr Schaden? Ich dachte, der kleine Wasserpirk von dem Ding macht das gleich weg. Also. Achso, okay. Okay, nevermind, es hat funktioniert. Okay, da sind sie alle aufgestanden. Schön für sie. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Schön, dass sie es auch mal wussten. Ah, ich bin verlangsamt, deswegen habe ich eine Bewegung weniger. Damit. Er hat auch noch Magieresistenz, das alles andere bringt nichts. Ich kann noch umwerfen, ich könnte einfach deinen Kill snacken. Sure. Ja, aber ich kein Spell für verschwenden. Ja, okay, gut, stimmt. Nee, ich nicht. Ich werde jetzt eine Feuerexplosion da reinsetzen. Ja, genau. Dann machst du das so. Dann hau ich den da einfach nochmal einen Schuss gegen das Gesicht. 41 Damage, jawoll. Bei der Anwendung von Säure. Was? Ah!
finde aber irgendwas mit Säure, was ich jetzt dazu habe. Blutregen, physische Rüstung noch, immun gegen Blut. Nice! Sehr gut. So muss das, meine Freunde. Einfach nur nicht sterben oder schon tot sein. Die zwei Optionen, die ihr habt. Diese Säbelrasserfolie, die ich nicht rausbekommen habe, aber... Ich habe eine Schlachtbuch. Ach, das ist los. Ich habe die immer verwechselt, die beiden. Egal. Dann musst du wahrscheinlich erstmal den... Aber willst du nicht explodieren lassen? Oder ist das die andere? Das ist jetzt der, der vor mir steht. Den kann ich nicht explodieren lassen. Achso, okay. Ja gut, dann mach das. Jetzt haben wir nachts. Das sollte ja Donner ein bisschen mehr Schaden machen. Jetzt magische Rüstung. Ja, okay, gut. Ist immer die magische Rüstung fast weg. Ah, war das nicht E-Gift? Was? Nee, das war kein Gift. Okay, das gut. Ist bei Tamira Gift. Solange du das weißt, au. Famous wird nochmal drankommen. Au! Das tut weh, lass es doch einfach. Okay, der da unten kann auch nochmal angreifen. Zündung! Scheiße, hat nicht gereicht. Hat nicht gereicht. Damit. Okay, ist noch irgendwas anderes? Muss eine Regeneration auf dich selbst casten. Mach das auch. Ah, Fame geht nicht, ja, okay. Kannst du ihn nicht. Ich kann ihn auch noch giften. Na, du. Naja, nee, also im Sinne von. Fame kann ich giften. Ah, okay, dann mach das. Ja. Dann sollte auf jeden Fall überleben. Ist halt wichtig, dass der Tank jetzt nicht stirbt. Es ist zumindest schon mal schön, dass inzwischen auch die. Ja, okay, die anderen getroffen. Ist okay. Gut, dann steht jetzt erstmal das Vieh hier unten noch weg. Genau. Bevor der irgendwas macht, was Damage macht, weil bisher hat er sich nur selbst geheilt und das war schon scheiß stark. Okay, aber er rennt, glaube ich. Fuck, rennt nicht mehr. Noch drei Leben. Oh Gott, warum rennt er nicht mehr? Scheiße, sorry, dann hätte ich noch den Schilder draufsetzen sollen. Dann erstmal Schilder hoch auf Fane. So, danach. Natürlich brennt man weiter mit Blut, oder habt ihr noch nie einen Menschen brennen sehen? Also, ja, genau. So, dann Fane, Verstärkung auf dich. So, und jetzt der nach vollem. Der da. Verstanden. Easy. Gelegenheitsangriff. Jawohl. Ins Gesicht. Okay, jetzt wahrscheinlich Ola Schuss hat zusammengeballert. Ja, aber der hat noch ein bisschen Leben. Das war schockiert. Gut, aber Lose ist dran, bevor der große Brand das noch. Das ist gut. Mache ich der Panzer nur gegeben. Wenn das alles ist, bin ich zufrieden. Okay. Dann ist ein Ola Schuss mal wieder dran. Die ganze Zeit zusammengeschlagen. Okay, Mache Schuss und er macht deswegen nichts. Okay. Ich will jetzt noch einen Mückenschwarm drauf, weil es das billigste ist. Ja, dann mach das, ja. Von mir aus. Okay, aber das Große ist schon mal tot. Mhm. Ey! Jetzt nur noch die Minions. Wäre schon letztes Mal so eine gute Idee, die Minions am Leben zu lassen. Mhm. Gut, ich könnte jetzt. Gut, Tamira ist noch nicht irgendwie groß gefährdet. Kannst du theoretisch oder Stoß heilen? Kommst du da ran? Gerade so nicht. Okay, schade. Ja, dann. Ja, dann mach halt irgendwas. Einfach ein random Spell. Ja, genau, der oben. Gesicht, I guess. Ah, fuck, der hat den magischen Panzer bekommen, deswegen ist er auch gar nicht mehr zusammenschlagbar. Und wir kommen blockiert. Ja, okay. Ermutig! Ey! Schön, wie sich die beiden Magier untereinander die ganze Zeit ermutigen. Wir schaffen das schon, diesen einen Gegner. Während der Typ vorne steht, die beiden vorne stehen und zusammengeschlagen werden. Ja, ja, ihr macht das schon. Ja, okay, hab ich mir gerade Rüstung gegeben. Das soll er aushalten, deswegen wird die ganze Zeit irgendwas reflektiert. It's something, I guess. So. Sie muss wahrscheinlich nochmal die den Angriff oben ihn wieder ein bisschen weiter hochheilen. Naja, du kannst nicht Unterschuss heilen zufällig da. Regeneration hast du auch ab. Dann mach das lieber. Er ist einen Schritt nicht im Range. Ich kann den Schritt nach vorne gehen. Ja, dann geh ich einen Schritt nach vorne. Das ist jetzt muss er ganz kurz seine Magier, seine Überlebungs Heilmagier-Tätigkeiten mal ganz kurz durchziehen. Nice, danke. Das ist er wieder fast voll. Okay, und jetzt. Okay, das sind Giftangriffe, das sind Giftangriffe. Wieder das Standardproblem. Ja, dann mach einen Giftangriff auf Fane. Dann sorgst du einfach dafür, dass sie nicht drauf gehen. Oder beschleunigen, falls du was hast, kannst du auch noch mitmachen. Beschleunigt habe ich auch. Okay, dann beschleunigt auf Oderstoß bitte. Dann hat der wieder einen mehr und dann kann er halt zumindest immer, wenn dein Buff ab ist, nochmal zu den angreifen.
Fakon Emilio kommt leider nicht ganz weit genug um. Um Fane anzugreifen, ja. Ich kann jetzt noch alles in Explosionen versetzen, aber das muss ja jetzt gerade nicht sein. Ausnahmsweise mal nicht, genau. Okay, dann hebe ich mir auf den einen drauf. Brennt ja schon genug. Jawohl, da mache ich das aber nochmal aus. Okay, naja. Der stimmt, hat vorhin gewartet, den kann er dreimal schießen. Okay, so. Du bist ein Kryomant. Ich kann dich gerade nicht chickenen. Ich könnte dem Hard Damage machen. Ist irgendjemand fast tot hier schon? Ja. Dann mache ich erstmal Leute tot, weil tot ist der beste CC. Bam. Jetzt wird zurückgeschossen. Der macht das viel Damage. Aber gut, er ist trotzdem tot. Ist erstmal besser. Ja, ne? Du musst den erstmal töten. Okay. Zack. Und, und jetzt kann ich mich da hinstellen, wo er vorher stand. Ja. Ey! Hi. Ja. Diesen Damage, mach halt. Okay, dann wartet er. Gut, du musst ihn hinter dir umbringen. So schön wie er auch brennt, das hilft nicht viel, wenn er langsam nur zugrunde geht. Du. Hat er. Ja, da noch Rüstung. Der Schlachthof bringt auch nicht viel. Ich könnte ihn infizieren. Physische Schaden haben. Ist noch irgendwas Magisches? Ansonsten können wir eine Infizierung und Luftschaden eigentlich. Na, ansonsten, wenn du halt noch irgendwas Physisches hast, ich glaube, es ist nicht sinnvoll, auf dem Physisch drauf zu hauen da unten. Mhm. Dann könntest du halt einfach auf den hier noch was Physisches machen, wenn es rankommt. Ah, das kommt wieder nicht ran. Es geht wieder bis hier. Ich könnte natürlich auch was teleportieren. Ja, teleportiere einfach weg. Bring ihn her. Ich gebe dir den Typen einfach mal darum. Ja, okay, das ist schön. Hi. Viel Spaß damit. Und damit hast du komplett Rüstung verloren. Das ist unlucky for him. Soll ich noch einen Schlachtruf auf? Dann mach ich noch einen Schlachtruf auf der Mira, dass der nicht irgendwie. Ja, genau, damit die nicht umgeboxt wird. Genau. Ey! Okay, 8-3 ist unterkühlt, aber nicht eingefroren. Er bewegt sich noch. Okay. So. Hi, meine Freunde. Bin wieder einen Zug davor entfernt, euch ordentlich zusammenzuschlagen. Das heißt, ich schlage euch erstmal nur so ein bisschen zusammen. Und zwar mit dem Schildwurf. Der auf dem Boden liegen. Exakt. Und sind die ganzen Buffs nicht mit dabei. Könnt ihr auch nochmal teleportieren. Dammit. Das ist alles nicht so viel. Mehr könnte warten. Dann ist er wieder dran. Nach den allen. Der ist als nächstes dran, dann ist der dran. Wenn ich zusammen zuschlagen, ist er tot. Mhm. Das heißt, wir müssen einen Heiltrank nehmen. Die 30 sind genau das, was er braucht, um zu überleben. Ja. Dann schluck. Nein, er stirbt ja dadurch. Muss ich grad. Ah, God fucking damn it! Okay. ungünstig, to say at least. Wem hat er noch? 42. Kacke. Und deswegen wollte ich ihm den Heiltrank irgendwann mal wegnehmen, hab's vergessen. Mhm. Shit. Ja, dann musst du den Zug noch spenden oder so. Okay, er ist jetzt wütend geworden. Und wirft eine Granate nach unten. Seh ich ein. 29, Kacke. Ja, tot abgewehrt. Gut, dann kann ich, muss ich den jetzt von unten heilen. Also. Ja, wirf Gift nach oben. Mach meinen Fehler wieder gut! Du stehst nicht an der. Kann ich treffen? Ja. Nice! Kritische Heilung! Kritische Hilo! Das war knapp! How to make Selbstmord als Toter! Okay, und dann hau ich einfach den Typen hier neben dir um. Okay, was machst du? Weiß schon. Okay, das klingt gut. Schade. Aber er ist wieder warm. Schön für ihn. Da könnt ihr mal aufhören, Oderschuss anzugreifen. Das muss doch jetzt echt nicht sein. Er hat gerade seinen Freund einfach geschlagen, ne? Ja, den hier, der. Okay. So. Hier wäre eine Heilung wesentlich besser. Nevertheless. Explosionsfall ist immer noch. Ich finde auch krank, dass Explosionen nicht physisch sich sind. Aber egal, wir könnten hier draufhauen. Das würde halt überall ein bisschen Damage machen, aber es reicht wahrscheinlich nicht aus. Okay. Oh, kacke, wie viel. Was ist das? Resistenz, Gift. Feuersturmgranate, ich könnte explodieren lassen. Mhm. Auch wieder magischer Schaden. Das ist gut, weil Fane hat noch unglaublich viel magische Rüstung.
Die anderen nicht so viel. Ich könnte auch einfach einen rausschießen. Ja, eine Option. Warte mal, was ist jetzt dran? Der da. Ich könnte auch einfach gehen. Damit. Ich kann nicht gehen. Ich kann auch einmal fliegen. Ich könnte also auch einfach. Oh, weißt du, was ich mache? Ich gebe mir den einen extra Punkt. So, das ist nochmal ein bisschen Leben von mir aus. Schieß den da um. Wobei, warte. Vorhin von der erhöhten Position habe ich 50 Damage gemacht. Ich würde hier nicht 50 machen. Ja. Aber nächste Runde kann oder Stoß, der auch nochmal vor dem dran ist. Das ist der, genau. Nochmal einen Schlag auf den Boden machen. Dann sollte der tot sein. Das heißt, ich schieße hier einmal rein. Und schieße nochmal rein. Und danach sage ich, fuck this shit, I'm out of here! Damit er nicht stirbt. Okay. Jetzt halt auf Tamira, die hat noch Rüstung, das ist alles easy, alles schön, jetzt noch verfehlt. Wunderbar. Dann nochmal Eis da rein. Ja, ansonsten könntest du auch einfach mich heilen. Aber ja, mach Eis rein. Die Nebelwolke behindert das. Oh, scheiße, Mann. Okay, ja, dann. Jeder ein? Sehr gut, sehr gut. Perfekt, die drei Kreise. Sehr schön. Jawohl, mach den Crit. Gönn Fane halt. So, Fane ist dran. Okay. Und der hat zumindest den Sturmbock wieder. Das heißt, wir Sturmbocken hier mal durch. So sieht's nämlich aus, wenn der Sturmbock unterwegs ist. Und Schlacht haben wir bereit gehabt. Ja, egal. Das wäre besser gewesen, weil du da nicht in der Mitte stehst. Wo ich jetzt drauf hageln will, eigentlich weiter. Okay. Zufrieden? Ja. Eigentlich okay. Schon, ja. Und dann ist es, glaube ich, da. Ein Kill. Zwei Kills. Also, prepare! Double Kill. Wunderbar. Und jetzt kannst du den nochmal wegnuken. Oder mich heilen. Was auch immer du willst. Okay, das sieht eher nach einem Nuke aus. Wobei der hat noch magische Rüstung da oben. Wie viel Leben hat Fane noch? Gut, das passt. Ja, okay. Okay. Ich kann dich sogar noch heilen. Ja, dann mach mal. Einfach nur so vorsichtshalber. Ich bin zwar schon vergiftet und heimlich passiv, aber das muss ja nicht alles sein. Ey! Ja, dann würde. Oh! Kacke. Das könnte sogar funktionieren. Wenn der erste Feuer das Wasser friert, danach das Gift kommt, der nächste Feuerball das Gift entzündet, aber noch eine Explosion. So, Hai oder Stoß. Du sollst doch. Ansonsten schießt ihn jetzt noch um. Ich komme da nicht ran, Ziel ist zu weit entfernt. Einen Schritt weiter vormachen. I guess. Ja, es ist halt nach oben. Es ist halt mit dem Bogen schwierig, es geht mit dem Abbruch leichter. Kannst du dich irgendwie heilen? Ich habe nichts zum Heilen, deswegen will ich wahrscheinlich einfach weggehen. Ja, schon. Du aber nicht zu sterben. Ja, genau. Dann ist einfach mein Ziel nicht sterben. Hallo Bärenjunges! Ich komme zu dir! Ja, der ballert halt weiter raus, der. Ja, ist auch ziemlich hart. Ich würde dann als nächstes hochgehen und den zusammenschlagen. Der ist nämlich noch komplett voll. Ansonsten mach erstmal die anderen tot. Ansonsten greif die nochmal an. Der eine hat nur 18 Leben. Den kannst du weghauen. Mückenschwarm, I guess. Ja, genau. Der hat gerade so schön gewirbelt, weil der die Mücken schon gespürt hat. Sehr gut. Ach, kacke, Mann. War auch ziemlich viel Schaden. Ja, die werden alle den gleichen Range haben. Dann halt den anderen davor, den verwesenen Säbelrassler. Welchen? Der ist ein Alter? Nee, der brennende vor mir. Der lebt noch? Ja! Deswegen einfach den noch mit. Ich meine, wenn der brennt und dabei umfällt, ist ja auch okay. Oder wenn er dann Fane angreift und dabei stirbt, ist auch okay. Wunderbar, danke. Okay, der ist einfach. Schön. Weil dann kann ich jetzt hier nämlich hochgehen. Und bitte dafür sorgen, dass Tamira nicht. Okay, sie hat eh Heal ab, oder? Wie viel kostet? Zwei. Sie muss dann schreiend wegrennen. Muss sie gar nicht. Look at me, bitch! I'm your enemy! Kannst da stehen bleiben. Oh Gott.
So, die Frage ist, wie lange das. Ach, das ist gereizt! Mhm. Gegner greifen bevorzugt Ziele an, bevorzugt, die sie verspotten. Wird durch klarer Geist ein wütend geheilt. Okay. Dann geh lieber nochmal weg. Geh doch lieber weg oder heil dich, weil ich nicht weiß, ob der nicht irgendwas dagegen machen kann. Ist das einfach unsere Ecke, der Please Don't Kill Me? Ja, I guess. Okay. Aber er klappt an. Champion der Götter, Fortsetzung der Chronik. What did just happened? Champion der Götter. Kann unseren Namen. Sie nannten uns Ungeziefer, was hat das zu bedeuten? Interesting. Gut, ich muss jetzt mal mit hier hochkommen mit. Ich meine, Lose ist full life. Ja, natürlich. Lose kam mit dazu. Hat er keine physische Rüstung mehr, aber ansonsten. Komm mit in den Nahkampf, mein Nahkampf-Mage! So. Dann werfen wir das da mal ganz kurz hin. Dann ist schon mal die Rüstung weg und ich habe den Ansturm nicht mehr, gar nichts mehr. Scheiße. Dann stelle ich daneben und guck böse! Bei mir. Einfach beenden, oder? Soll ich dich regenerieren? Ja, das kannst du mich schon mal regenerieren. Wenn wir einmal dabei sind. Ja, dann beschleunige ich dich noch, damit du wieder rein kannst. Das, du hast zu kämpfen! Okay, 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 ich gehe ja schon! Ich ermutige dich noch. Ah, sehr freundlich, danke. Wo ich die Rücken zudrehe und eigentlich nur wegrennen will. Aber ja, ja, das klappt schon. Deswegen ermutige ich dich. Ja. Okay. Dann gibst du mir eine Frostrüstung. Ja, das macht Sinn. 103 magische Resistenz. Ich habe halt sehr viel physische Schaden, deswegen ist das okay. Okay, na wunderbar. Dann auf geht's, hoch da. Oder kannst du von unten? Dann hoch da. Ein AP, sehr schön. Ich nehme noch die Infizierung. Hast du gerade das Blut unter dir aufgesaugt? Nee, okay, das sah nur so aus. So, erkrankt. Wie auch. Ich habe mich einfach mal um 40 geheilt. Wie auch immer. Was? Du hast. Ach, du hast dich geheilt. Ach du Scheiße. Aber wie auch immer sie als Skelett erkranken kann. Aber Fane hat es ja vorhin auch geschafft. Das ist eine Bande der Pein. Wenn du mich angreifst, dann ist das alles an. Aha! So läuft das. Okay. Der hat immer noch keine Fähigkeit, also versuch einfach nicht umzufallen. Hey! Bande der Pein. Wieso haben die sich gerade aktiviert? Ah, die standen schnell noch drüber. Mhm. Okay. Und das ist auch immer noch magischer Schaden, aber hey! Stein! So, sie. Wieso ist Oderschutz eigentlich nie dran? Ah, Oderschutz aus dem Kampf rausgelaufen! warte. Sorry, mein Fehler. Ich komme mal wieder zurückgesprungen. Das erklärt, warum er da oben nicht mit dabei ist. Hi. I'm back. So. Gut, sie chillt. Ja, sie kann aus dem Kampf rauslaufen, I guess. Sie ist auch nicht lernt, dass sie sich bewegen kann. Und dass sie sich auch selber Schaden macht. Wenn du einfach wirklich, wirklich sterben willst. Ja, ja. Mit Mücken getötet. Gut, Leute, wollen miteinander reden. Erstmal du. Du siehst erstmal nicht ganz so gesund aus. Was? Achso, auf Tamira. Ja, okay. Die wollen jetzt nicht mehr reden. Doch, bei mir wollen alle noch reden. Bei mir nicht, weil ich angefangen habe. Ach, damit. Weil du die Leute immer wegziehst. Nein, okay, alles gut. Immer ist übertrieben. Gerade jetzt einmal, wo ich gerade mit Fane und Lose reden wollte. Die sich echt schon noch gar nicht kennen. Du musst mal bis runter gehen. Achso. Stimmt, also es war nicht zufällig Fane. Also es war zufällig Fane, weil es erst reingegangen ist. Es war jetzt nicht, okay. I'm at my critical mass of demons. Next time one of those things starts, I'll stomp it out before it can get my name past its mandibles. Das macht nichts besser, aber okay. Ach, das war's schon. Mhm. Können meine auch nochmal sowas machen? Okay, dann halt nicht. Ich wollte auch eine Beziehung zu dir aufbauen, aber nein, du ignorierst das einfach komplett. Handwerksbibel, Teil 9. Ja, Foliant und so. 400 Rezepte. Bitteschön. Was haben wir denn jetzt Schönes? Wir haben Schriftrolle der Frostrüstung, Schriftrolle der Regeneration. Okay, Steinpilze, Wasseressenz beliebig und Papierbogen, ergibt Sinn.
Winterexplosion gibt es auch nochmal als Zauber übrigens. Und lindernde Kälte. Das eine bräuchte ich noch. Wer ist ausgewichen? Fane, das Ding heilt dich. Du musst nicht Heilung ausweichen. Jetzt bist du gut und nicht ausgerichtet. Nein, das war aus Versehen. Ich wollte eigentlich nur Loot holen gehen. Du hast. Oh mein Gott, ein Lerner wacht, ich kann das Großes looten. Also, nicht identifizierter Speer. Identifizieren wir mal ganz kurz. Plus 1 Finesse ist 21 physisch, 3 bis 4 Luft auf sie mit Gebrüll. Das ist ziemlich stark tatsächlich. Aber ich würde meinen Bogen lieber behalten, weil Fernkampf halt doch irgendwie Sinn macht. Wobei der 2,5 Meter Reichweite hat, was auch noch wert ist. Ein Brustpanzer. 27 Rüstung, 5 Fähigkeit, Finesse plus 1, Jägersmann plus 1. Ah, das ist nicht spannend. Den joink ich mir mal fast. Dafür kannst du dann gerne den charismatischen Kapitänsmantel haben, aber das ist Jägersmann plus 1 und Finesse plus 1. Das ist literally für mich gebaut. Tolle Rüstung für tolle Abenteuer. Ob sie passt? Probieren wir mal. Ey, was nicht passt, ist passend gemacht. Ausrüsten und dann darfst du dieses Überredungsding haben, wenn du willst. Hier ist Quellenmagie. Okay. Gönn dir. So, Halskette der Sonne. Vergeltung plus 1. Die bekommt auf jeden Fall Fame, wenn er sein Ring los geworden ist. Fähigkeitenbuch Chameleon-Umhang. Oh. Hab ich schon. Können wir nachher kombinieren oder so. Wie mache ich jetzt mal selber Geld? Tyrannenzauber, das Rüstungsteil des Kapitäns kriegt dadurch Schaden oder sowas? Nee, das macht sich keinen Nachteil. Du kriegst einfach bloß plus 1 Überredung. Okay. Ja, ich kann es eh nicht anziehen, weil ich... Oder die Finesse fehlt, ja, okay. Hab ich nicht gesehen. Keine Ahnung, ob du das hier willst. Und nur dunkle Pferde. Okay. So, kann ich denn jetzt den Foyant mit irgendwas kombinieren? Das heißt, wenn wir jetzt hier auf magisch gehen. Foyanten... ich habe nur einen. Toll. Dann werde ich dann nichts Cooles Neues draus machen kann. Aber es spare ich für später, wenn wir noch was bekommen. Wie gesagt, können wir kombinieren, dann ist toll. Slayer, Slayer, Slayer. Wie sieht es mit dem aus? Der ist noch nicht leer. Gut. Auf geht's, ab geht's. 3 Tage wach. Neues. What the fuck ist der Finger losgesprintet? Neues Loot kommt bestimmt. 3 Tage wach. Was schneller. Damn it. Okay, abgenutzte Truhe. Ey, 2 mittlere Heiltränke. Neues. Ich hätte jetzt 4 Heiltränke. Ach, du warst schon. Du bist ja noch schneller da gewesen, Mann! Okay, dann drehe ich mir Statue. Over the solemn stone face that overlooks the shore. For the briefest of moments, it seems as if its eyes come alive and lock with yours. Damit kann man bestimmt auch was machen. Es gibt bestimmt irgendeine Fähigkeit, mit der man mit Statuen interagieren kann. Vielleicht mit Statuen reden oder so. Okay, der ist leer. Okay, ein bisschen Geld zwischen den ganzen Gerippen gefunden. Fuck, ich habe jetzt Fane die Heiltränke gegeben. Kannst du mal die Heiltränke von Fane wegnehmen, nicht, dass wir da schlimme Dinge tun? Ich weiß gar nicht, was du meinst. So, mit 3 Heiltränken da einmal hin. Dann kommt der raus. Also, warte, erstmal anmachen, der raus. Dann dahin. So, wieder zu machen. Ich weiß gar nicht, was da passieren könnte. Ich meine, es ist auch völlig entspannt. Und dann geht es doch weiter, oder? Nicht ganz, das sieht nicht durchlaufbar aus. Wir sollten wirklich mal eine. Vase. Ja. Mal eine Stadt finden oder sowas. Oder einfach nur einen Händler. Ja. Okay, wir können auch einfach zu dem einen Händler reisen. Wir könnten zu dem Händler wieder zurückreisen, ja. Ich glaube, das wäre sinnvoll. Farkan-Pflanze. Die Pflanze, die so hart wie Nägel ist und zweimal so zäh, trägt erschöpfende Abenteuer die Tränen in die Augen. Okay. Schön für die Pflanze, I guess. Das ist effektiv Ingwer. Zum Achille da drüben. Oh, wir sind hier bei den Schweinen. Ja, genau. Das hatte ich auch schon gesagt. Das habe ich tatsächlich auch nicht gehört. Das tut mir leid. Wir sind bei den Schweinen rechts abgebogen, ne? Mhm. Und geradeaus weiter wäre der Typ gewesen. Mhm. Bin fast froh, dass wir ihn nicht sofort gemacht haben. Da waren die Typen. Hier geht's auch noch mit runter. Hier haben wir getötetes unser Blut. Oder Blut unserer Gegner. Fast genau dasselbe. Dann sind wir hier im Kreis gegangen. Okay. Genau, und da sind, hier sind Schweine. Aber wir können immer noch das Ding nicht löschen, weil Segnen hat ja nicht funktioniert. Ja. Gut, dann würde ich jetzt wahrscheinlich mit der Wegreise zum Pflanzenhändler gehen.
Oh, ich habe noch was zu tun. Ja. Was dagegen? Kannst du machen, ich werde nicht mitgezogen. Geh erstmal hin, hier sollte kein Kampf kommen. Ich hatte hier. Wow, 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 wow! Achso, das Öl ist respawned, die sind durchgelaufen. Okay. Wir haben so im Hintergrund mal wieder alles explodiert. Hier waren Ranken. Au. Au. Wie sie auf mich reagiert. Von mir aus.